Okay, yeah! Wir machen heute eine Vergleichsfahrt zwischen zwei Autos. Ein Auto ist unbegrenzt, ein Auto ist begrenzt. Damit wir sozusagen einen vergleichbaren Wettbewerb hinkriegen, haben wir zwei gleiche Auflieger. Wir nehmen zwei gleiche Sattelzugmaschinen mit identischen Gewichten, mit identischer Ausstattung, mit gleicher PS-Zahl. Wenn eine Behinderung kommt, würden wir sagen, wir nehmen wieder Kilometerstein, Messpunkt. Wenn wir dann irgendwie zwischendurch langsam fahren, zum Stehen kommen oder so, dann haben wir praktisch diese Zwischenzeit, diesen Zwischenkilometerstand, den Zwischendurchschnittsverbrauch und nehmen dann wieder, sobald wir dann wieder rollen, nehmen wir dann wieder den nächsten. So, wir sind bei den letzten technischen Vorbereitungen. Damit wir die Sache besser vergleichen können, legen wir einen Tank still und fahren die Strecke nur aus einem Tank, weil der besser messbar und beherrschbar ist. Des Weiteren wird bei diesem Auto noch die Begrenzung rausgenommen, dass Herr Steinker sozusagen wieder top on the road Vollgas fahren kann, wie auf der Autobahn es üblich ist. Wir haben jetzt hier bis zur vorgegebenen Tankmarkierung aufgefüllt. Und jetzt werden wir nochmal den Stand nochmal dokumentieren durch ein Foto. Okay, das war hinterher. Wenn wir wieder nachtanken, auch genau den Vergleich haben, wie es jetzt war und wie es nachher zum späteren Zeitpunkt wird. So, als nächstes werden wir bei diesem Auto die Geschwindigkeitsbegrenzung rausnehmen. Dann wird unser Kollege heute mal zeigen können, wenn man frei fahren darf, dass es doch einen anderen Sprit verbraucht. Der Wagen hatte an den letzten 6000 Kilometern einen Verbrauch von unter 28 Litern. Und das Schöne ist, schauen wir jetzt im Display des Autos nach, dann sehen wir sogar auf 3000 Kilometer 26,3 Liter. Das heißt, weniger kann man mit diesem Auto kaum noch hinkriegen. Also das sind jetzt die Literzahl, die der momentane Spritverbrauch, den ich jetzt habe. Auf den Kilometern. Also 2912 Kilometer mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 66 km/h und einem sage und schreiben kaum erreichten Verbrauch von 25,5. Und die Dame wird uns heute zeigen, dass man das auch bestätigen kann in unserem Klärtest. Okay, yeah! Come on, listen. Well, take a little rock and push the rope. Here's someone to talk to. Come on, listen to their soul and feel the inspiration. Let us understand. There's a whole generation living hand in hand. Zeit für was Neues, dass sich endlich was bewegt. Für das Vollgas von gestern haben wir heute draufgelegt. Vielleicht sind wir alle längst vom Klima abgehängt und haben eine Generation verpennt. Could you please explain your arguments and more? Come on and change your plan. We don't get a second choice. Our world turns upside down. Let's take a turn on the wheel and take control of the town. No more words to say. Oh, tomorrow is today. Tomorrow is today. Tomorrow is today. Tomorrow is today. Uns geht es um den Unterschied, den wir heute ermitteln wollten, rein Einfluss des Menschen. Und zwar war ja die Idee, ein Fahrzeug fährt unbegrenzt, sprich 90-92 in maximaler Geschwindigkeit. Und unser zweites Fahrzeug mit der lieben Melanie fährt begrenzt, wie unsere Firmenphilosophie ist, auf 85. Die Absolutverbräuche sind natürlich auch interessant, wie immer. Aber im Grunde genommen wollen wir heute ja nur den Unterschied. Ja, wir sind von Goslar also praktisch mit der vollen Ladung mit 90 km/h bis nach Hamburg hochgefahren. Hatten in Hamburg einen kleinen Stau. Aber es ging eben wunderbar durch und auf der Rücktour hatten wir überhaupt keinen Stau und sind auch runtergefahren,
zügig mit 90 km/h. Ich bin schon schneller angekommen, ja, aber mit 90 km/h ist es eben nicht so entspanntes Fahren wie mit 80 km/h. Also, wir haben 467 Kilometer, im Schnitt 74,8 Kilometer. Da sehen wir deutlich eine Erhöhung und wir sehen einen Gesamtverbrauch von dem zügig fahrenden Wagen von 24,1 Liter. Was absolut gesehen ein hervorragender also, Verbrauch. Das ist jetzt die liebe Melanie, Frau Jasper, die in dem Testversuch den normalen Fahrbetrieb simuliert hat und auch durchgezogen hat. Computer mit dem Onboard-System ist verbunden. Wir lesen natürlich wieder als erstes die Daten aus. So, während die Daten ausgelesen werden, können wir schon mal im Display einmal gucken, was es denn an Zahlen zu erwarten gibt. Wir haben ja Teilergebnisse im Display, exakt wie der andere Wagen. 175,7 Kilometer, 70 km/h im Durchschnitt. Da sieht man schon, dass der wesentlich langsamer gefahren ist als das andere Fahrzeug. Und ein Durchschnittsverbrauch von 17,4 Litern auf diese 175 Kilometer. Unser Test ging aber um 430 Kilometer, also werden wir da mehr sehen, was los ist. Die Zahl sagt aus, die Leerfahrt auf der Autobahn von Hamburg nach Hildesheim bei bestem Sonnenschein, hervorragende äußere Bedingungen, perfekt geprüfte Reifendrücke und eine sehr umsichtige so, Fahrer. So, ausgelesen ist er. Jetzt wollen wir mal den gesamten Test sehen. Also, wir sehen auf exakt fast die gleichen Kilometerzahlen. Runde 6 km/h langsamer gefahren im Durchschnitt auf 470 Kilometer und haben einen Durchschnittsverbrauch von 21,8 Liter. Für die erste Schnellanalyse gucken wir uns an, wie die Tonnage war, ob wir das gleiche Bild sehen wie bei dem Kollegen vorher. Siehe da, ich drehe mal das Gerät um, wir sehen wieder das gleiche Bild, 50% leer, 50% unter Volllast. Ja, die Fahrt war soweit schön, auch angenehm, durch die 80 km/h war es eine sehr entspannte Fahrt und es hat auch relativ, also Verbrauch hatte mir angezeigt gehabt, den ich jetzt hatte, waren 17,3 Liter auf 100 Kilometer, womit ich eigentlich auch sehr zufrieden bin und ich hätte es eigentlich gar nicht damit gerechnet, dass es so weit nach unten geht. Rechnet man das linear runter, dürfte der Pkw nur noch 1 Liter verbrauchen. Ich fahre nur auf Autobahn 83 und Bundesstraße nur auf 65. Okay, yeah. Come on. Tomorrow is today. Tomorrow is today. Yeah. Tomorrow is today. Okay. Tomorrow is today. Es ist Zeit für was Neues, schreit nach Revolution. Es wird sonst unglaublich teuer für dein Enkel oder Sohn. Die Sorgen von morgen fressen Ideen von heute. Wahnsinn macht fette Beute. And there's a green revolution. It's a time to leave. This political confusion. Storm always starts with a breeze. Just Twitter, Facebook, and stay friends. Tell all the people, let them know. The beginning of the end, babe. And they'll be part of the show. Oh, please don't waste our time. We need to change our mind. No more words to say. Oh, tomorrow is today. Tomorrow is today. Okay.